Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Du, was ich mal fragen wollte. Man hört ja nur immer was von Fett in Hühnerfutter. Seit wann brauchen Hühner denn Fett? Wieso, die anderen Vögel doch auch. Ah. Jetzt in einem Maisenknödel ist ja auch Fett drin. Ja, im Sommer essen sie was Leichtes und jetzt im Winter wollen sie was Deftiges. Unser eins ja auch. Allein schon. So deftig sind diese Maisenknödel nur auch nicht. Woher willst du das denn wissen? Ja, nee. Jetzt kommen wir nicht vom Thema ab. Auf jeden Fall, diese Maisenknödel sind ja die reinste Tierquälerei. Hab ich nichts von gelesen. Du, die armen Tiere hängen da ewig mit der Krallen drunter, mit dem Kopf nach unten. Mhm. Und wenn sie da ran wollen, kriegen sie einen steifen Nacken und Muskelkater. Was? Ja, wenn ich auf dem Sofa liege, gemütlich mit so einem Becher Brühe auf dem Bauch, dann muss ich ja auch beim Trinken den Kopf so hochrecken, weil in Liegen gibt es Verbrennung. Ja, und Flecken. Ja, sag ich ja. Da kann man sich ja wohl mal bei hinsetzen. Also, wenn ich sowas höre... Können die Vögel ja nicht. Insofern? Du, ich hab ein ganz anderes Problem mit dieser Vögelfütterei. Der ganze Müll bleibt ja liegen. Was für ein Müll? Ja, meine Nachbar, den schmeißt Vogelfutter vom Balkon im Vorgarten. Dann gehen die dabei. Mhm. Aber die Schalen von den Sonnenblumenkernen lassen sie liegen und die wehen die ins Treppenhaus. Ah. Jetzt habe ich sie schon angezeigt. Ach, warte, Vögel. Sehr witzig. Ja. Bei Nüssen ist das was anderes. Also, ich bin ja nun kein Eichhörnchenfreund. Ja, sagtest du mal. Aber die nehmen wenigstens die Haselnüsse mit und essen das bei sich, wie sich das gehört. Ja, also, Georg, sonst sag mal deine Nachbarin, Tipp von mir, einfach mal alte Pommes und diese Erdnusswürmer in den Vorgarten schmeißen. Also. Das ist Weichfutter für Drosseln. Oh. Also, die Tiere sind dir so dankbar, sind ja rein verrückt nach. Oh. Also, bleibt nichts liegen. Du, jetzt im Winter kannst auch Erbsensuppe vom Balkon kippen. Ah. Und dann sitzt sie gemütlich am Fenster. Und wenn sie denn kommen... Ja, wer jetzt? Ja, die Ratten. Und dann macht das Bumm. Franz! Ah, glaube mir! Ja, ich sag was. Ja, er lässt es ja nicht. Was? Was macht der Rätsel? Ich brauch noch Medizinmann mit 8 Buchstaben vorne SCH. Chirurg. Guck. Ja.